In der zweiten Liga stehen noch 9 Spieltage auf dem Plan. In der Frauenbundesliga sind es nur noch 2. Das bedeutet für Spitzenreiter Turbine 2 Siege in den verbleibenden 2 Spielen. Und die erneute Meisterschaft ist perfekt. Einer dieser beiden Siege sollte heute in Leverkusen her. Und Dominik Fischer war dabei. Wer weiß, vielleicht klappt es ja auch schon heute mit der deutschen Meisterschaft für Turbine Potsdam bei einer gleichzeitigen Niederlage der Konkurrenz aus Frankfurt. Trainer Bernd Schröder lässt sich jedenfalls von Anfang an per Live-Ticker über den aktuellen Spielstand in Hamburg informieren. Leverkusen in Schwarz bei strahlendem Sonnenschein mit dem besseren Start. Freistoß in der 6. Minute, Marit Priessen. Isabel Linden an die Latte, Riesendurcheinander in der Turbineabwehr und der Chef alles andere als zufrieden. Wenig später Freistoßturbine Lira Bayramay abgeblockt. Jennifer Zietz und der Pass. Die frühe Führung durch Potsdams Spielführerin und jetzt ist es auch draußen neben Bernd Schröder etwas angenehmer. Wenn da nur nicht die Lücken in der Abwehr wären. Leverkusen kombiniert und profitiert von Potsdams Fehlern. Babette Peters, Vorlage für Isabel Linden. Und die vergibt ihre 2. Riesenmöglichkeit. WM-OK-Chefin Steffi Jones unter den knapp 2000 Zuschauern sieht Lira Bayramay. Wie alle Spielerinnen übrigens mit Trauerflor für die vor kurzem verstorbene Leverkusener Physiotherapeutin. Bayramays Pass schön durchgelassen von Zietz. Viola Odebrecht. Und wieder Jennifer Zietz, Treffer Nummer 2. So einfach kann's gehen. Spätestens jetzt Karnevalsstimmung bei den mitgereisten Fans und damit nicht genug. Bayramay in die Mitte und schon wieder ist der Ball drin. Das 0:3, ein Eigentor der Marke, dumm gelaufen. Die Potsdamerin jetzt auf dem Weg zu einem klaren Sieg und immer wieder Bayramay. Täuscht links, schießt rechts und der Ball senkt sich ins Tor. Mit ein wenig Glück abgefälscht und damit unhaltbar zum 4:0 in der 44. Minute. Zur gleichen Zeit gibt es auch aus Hamburg was zu vermelden. Die erste Halbzeit zu Ende. 1:0 für Frankfurt. Wird wohl nichts heute mit der Potsdamer Meisterfeier. Schade ist halt nur, dass sie, wenn sie heute Deutscher Meister werden, eine lange Busfahrt haben. Es wäre schöner, wenn sie es zu Hause feiern können. Aber wenn dem so ist, gratuliere ich Ihnen, weil Sie es wirklich verdient haben. Doch ohne Fehl und Tadel sind Sie auch heute nicht. Erster Eckball in der 2. Hälfte. Erstes Tor für Leverkusen. Für eine ernsthafte Aufholjagd jedoch ist der Gegner zu schwach. Stellenweise ist es wie im Training. Jennifer Zietz, ihr 3. Treffer. Und nun geht der Blick nur noch aufs Handy. Noch immer 1:0 für Frankfurt, während das Spiel in Leverkusen für die Gastgeberinnen immer bitterer wird. Viola Odebrecht. 6:1. Überschäumende Freude. Sieht anders aus. Doch noch immer ist nicht Schluss. Letzte Minute. Viola Odebrecht zum 2. und zum 7:1 Endstand. Und weil auch Frankfurt am Ende mit 4:0 siegte, kommt's am nächsten Sonntag zum Meisterschaftsfinale. Natürlich hätten wir gerne heute die Meisterschaft gefeiert, aber es ist schwer genug gewesen. 7:1, wir haben, glaube ich, gespielt, ne? 7:1 oder was? Ich glaube, ja. Wenn ich richtig gezählt habe, 7:1. Ja, war eine gute Kulisse, die Leute waren gutes Wetter. Ich denke, wir sind jetzt erstmal in der Champions League nächstes Jahr oder dieses Jahr. Und das ist erstmal wichtig. Nächsten Sonntag können wir noch einen draufsetzen. In der Tabelle bleibt es nach dem vorletzten Spieltag also beim alten Bild. Turbine führt mit einem Punkt vor dem ersten FFC Frankfurt. Da fehlt also nur noch ein Sieg am letzten Spieltag. Und das Spiel, in dem Turbine die Meisterschaft perfekt machen kann, zeigen wir Ihnen live im RBB. Turbine gegen die SG Essen-Schönebeck und im Siegfall auch die Meisterschaft 2er gibt's bei uns am Sonntag ab 14 Uhr.